posła na Sejm drugiej, trzeciej i piątej kadencji byłego burmistrza Gubina, pana Czesława Fiedorowicza, którego również prosimy o pomoc. Der ist auch Posten auf der Regierungsjahr, zweite, dritte und vierte Kadenz. Er war früher ein Bürgermeister von Stadt Gubin, heißt Czesław Fiedorowicz. Dzień dobry, potem tak. Euroregio Szwedany Zagub od 18 lat, tak jak mówił o tym pan marszałek Kierczak, wspiera projekty polsko-niemieckie. Diese Euroregion Spree-Neiße-Bober unterstützt, so wie früher hat uns Herr Marschall Kierczak gesagt, unterstützt unsere Projekte. Naturalnie celem jest bardzo dobra współpraca Lubuskiego i Brandenburgii. Das Ziel, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Brandenburgiem und Zielona Góra. Lubuskie. Wojewodczas Lubuskie i Brandenburg. I chodzi o to, by rzeczywiście Polska i Niemcy dostrzegły ten styk granicy jako najlepszy w naszych relacjach. Es geht auch darum, dass Zusammenarbeit der Grenzen, die zusammen hier bei uns liegen, wird immer enger sein. Oczywiście bez młodych ludzi, bez projektów skierowanych do przyszłych pokoleń, to zadanie nigdy nie może być zrealizowane. Da müssen wir auch in Kauf nehmen, dass ohne junge Leute geht das alles nicht voran. Wir müssen sie auch in diesen Projekt reinbringen. Pomysł filmu polsko-niemieckiego jest szansą na atrakcyjne poznanie się. Diese Idee, deutsch-polnische ja, Film Regionów, ist eine gute Idee für Zusammenarbeit zwischen den Jugendlichen. Tak jest istotnie, że wciąż jeszcze nie możemy być zachwyceni, zadowoleni znajomością spraw języka i kultury naszych sąsiadów po obu stronach. Ja, jest noch schwierig, ja, diese Kultur bei beiden Seiten der Grenze erkennen und ist noch viel, viel zu machen. Niestety od wielu lat w województwie lubuskim język niemiecki przegrywa konkurencję z językiem angielskim. Leider in województwach lubuskich tut man auch sehen, dass die deutsche Sprache in der Schule kriegt immer das zweite Platz. W Brandenburgii język polski przegrywa nie tylko z językiem angielskim, ale nawet językiem tureckim. Ja, i Brandenburg spielt auch sehr große Rolle. Englische Sprache und türkische Sprache und polnische Sprache ist leider hinten. Istota, na której jest oparta Europa, znajomość języka sąsiada, jest jednym z wyznaczników kultury europejskiej. Ja, und diese Kenntnisse von Fremdsprachen in europäischen Ländern ist das Wichtigste, um diese Kultur und Wirtschaft zu erkennen. Jeżeli mieszkaniec Lubuskiego nie zna choć formy komunikacyjnej języka niemieckiego, jeżeli mieszkaniec Brandenburgii nie zna choć formy komunikacyjnej języka polskiego, to jeszcze jest na drodze do europejskości. Das ist sehr weiter weg, wenn der zum Beispiel Bewohner aus der polnischen Region, die an der Grenze kennt nicht etwas Deutsch sprechen und sogar auch der deutsche Bewohner kann sich nicht zum Beispiel mit einem polnischen Bürger verständigen. Das ist noch eine weite, weite Schritte in die europäische Union. Jeżeli mieszkaniec województwa podlaskiego nie mówi po litewsku, to też jest dopiero na drodze do europejskości. Und da können wir auch das Beispiel sagen, wenn Wojewodsche Podlaskie spricht der Bürger nicht Litauisch, ja, da ist auch noch weit zu europäischem. A ponieważ
Übung macht den Meister. Przyczynę wszystkim, byśmy się uczyli wzajemnie języków. Ja, und weil Übung macht den Meister, da möchte ich wünschen, dass alle sollen ja Fremdsprachen lernen. Dankeschön.